ein heißes Wochenende für die Linkspartei. Sie findet sich zu ihrem Bundesparteitag in Leipzig zusammen. Seit Wochen hofft man ja hier, den Streit der Führungskräfte zu beenden. Die zentrale Frage dabei, wie hält es die Linke mit den offenen Grenzen für alle? Und das Motto in Leipzig, gemeinsam mehr werden. Aber wie soll das gehen, Ismahan Al-Bur? Sie haben gut lachen. Für die Brandenburger Linke ist der Parteitag in Leipzig gut ausgegangen. Rund 580 Delegierte stimmten heute mehrheitlich für einen Leitantrag des Parteivorstandes. Darin werden legale Fluchtwege, offene Grenzen und die Aufnahme von Geflüchteten gefordert. Die Brandenburger Genossen hoffen jetzt, dass endlich Ruhe einkehrt. Ich hoffe, dass dann nach dem Parteitag tatsächlich alle gemeinsam sich an das Beschlossene halten und dieses Klein-Klein und die Auseinandersetzung um Personen endlich aufhört. Der Streit zwischen der Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht um den Kurs der Partei bei der Flüchtlingspolitik und dem Parteivorstand tobt seit Monaten. Wagenknecht ist gegen eine Aufnahme von Armutsflüchtlingen. Dagegen spricht sich Katja Kipping für offene Grenzen aus. Sie, die kleinen und großen Trumps dieser Welt, sie setzen auf Mauern, auf Abschottung und auf den Ellenbogen. Aber wir setzen auf Solidarität, denn wir wissen, die Grenzen verlaufen nicht zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Die Grenzen verlaufen immer noch zwischen unten und oben. Ja, die Grenzen verlaufen zwischen den Klassen. Zu der Idee der offenen Grenzen und offenen Gesellschaft passt es so gar nicht ins Bild, dass der brandenburgische Innenminister plant, die Kontrollbefugnisse der Polizei zu erweitern. Der Koalitionspartner geht da nicht mit. So eine Verschärfung von Polizeigesetzen ist das der Traum eines jeden Innenministers. Scheinbar hier in Deutschland. Und in Brandenburg wird es wahrscheinlich ein Träumchen bleiben. Die Mehrheit der Partei scheint den Kurs der alten Führungsspitze mitzutragen, wählt sie wieder ins Amt. Allerdings mit einem teils schlechteren Ergebnis als beim letzten Mal. Der innerparteiliche Zwist dürfte damit noch lange nicht vorbei sein. Nun zugeschaltet aus Leipzig, Brandenburgs Vorsitzende der Linkspartei. In diesem Amt ist ja noch eher frisch, Frau Goltze, eher bekannt als Arbeits- und Sozialministerin hier im Land. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ihre Vorsitzende hat ja gesagt, der Rechtsruck der Gesellschaft wäre unübersehbar. Hat Ihre Partei nun ein Gegenmittel gefunden, das wirkt? Wir haben ganz klar hier auf diesem Parteitag auch noch mal gesagt, dass wir das Gegenmittel sein wollen. Wir wollen die Alternative zur sogenannten Alternative für Deutschland sein und da auch ganz klar Position beziehen, auch in der Flüchtlingsfrage. Wenn Sie die offene Gesellschaft wollen, Frau Goltze, wie wollen Sie den Bürgern Sicherheit geben? Die Sicherheit bekommt man dann, wenn man in einem Umfeld lebt, das einen, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sich gut aufgehoben fühlt, in dem man Nachbarn hat, zu denen man einen sozialen Bezug hat und in dem man auch soziale Sicherheit hat. Und das ist das Hauptanliegen der Linken, für alle Menschen für soziale Sicherheit zu sorgen. Ich glaube, viele der Verunsicherungen der letzten Monate und Jahre kamen auch daher, dass es eine gefühlte Verunsicherung gab. Es könnte mir etwas weggenommen werden. Wir haben als Linke immer deutlich gemacht, wir machen eine solidarische Flüchtlingspolitik, aber eben nicht auf Kosten derer, die wenig verdienen oder die zu den mittleren Einkommen gehören, sondern wir sagen, wir brauchen Umverteilung in Deutschland. Und das kann man organisieren, wenn es dafür den politischen Willen gibt. Und das führt dann auch dazu, dass es zu sozialer und zu Sicherheit, auch zu innerer Sicherheit in Deutschland kommt. Innere Sicherheit, gutes Stichwort. Ganz klar, lasche Staatsmacht, da gibt es viel Spielraum für Gewaltbereitschaft. Warum also nicht, und da sind wir schon wieder völlig in Brandenburg, warum also nicht der Polizei mehr Befugnisse geben? Was stört Sie denn an den Plänen Ihres Kollegen Schröter? Also wir kennen die Pläne, also ich persönlich auch bislang nur aus dem, was ich aus den Medien darüber gehört habe. Und das macht mir schon ein wenig Sorge, denn das sind ganz klare Anzeichen dahin, dass es verfassungswidrig ist, was dort oder schwer mit der Verfassung zu vereinbaren ist, was dort vorgeschlagen ist. Also zum Beispiel 4 Wochen Haft, ohne dass eine Straftat vollbracht worden ist, nur auf Verdacht. Das finde ich, das ist ein Eingriff in Freiheitsrechte von Menschen, den ich nicht für gerechtfertigt finde. Die Bayern haben es ja geschafft. Ja, und deswegen finde ich es auch richtig, dass wir sagen, wir wollen in Brandenburg eben kein bayerisches Polizeigesetz haben. Und da werden wir als Linke auch ein ganz klares Stoppzeichen setzen. Provoziert Sie das eigentlich? Ist es nicht ein bisschen zu früh für den Wahlkampf? Wir sind 1,5 Jahre vor der nächsten Landtagswahl. Das ist richtig. Würde mich freuen, wenn wir uns auf das auch beschränken würden oder auf das konzentrieren würden, was wir uns gemeinsam als Koalition vorgenommen haben. Provokation für Sie oder nicht? Da haben wir. Wir stellen zwei Vorsitzende.
Ich finde es eine Provokation für die Freiheitsrechte und ich glaube, dass das Maß der inneren Sicherheit nicht mit der Beschränkung von Freiheitsrechten steigt, sondern wir brauchen mehr soziale Sicherheit für die Menschen. Sagt die Vorsitzende der Linkspartei hier in Brandenburg. Dankeschön, Diana Golze, und Ihnen noch einen guten Abend. War ganz schön viel was los im Hintergrund in Leipzig. Und